Boot durchpflügte den See mit einer Geschwindigkeit, die einem wortwörtlich den Atem nahm. Tal stellte sich in den Windschatten des Steuerhauses. Polizeihauptmeisterin Grünberg stand breitbeinig am Bug des Schiffes. Ihr Haar flatterte im Wind, man sah, wie sehr sie die rasante Fahrt genoss. Etwa 200 Meter abseits des Seezeichens 6 dümpelte ein älteres Kajütboot. Auf dem Sechser, wie die Fischer das Seezeichen vor der Halbinsel Höri nannten, saß ein Kormoran, der sich in die Luft hob, als das Vapo-Boot immer noch mit hoher Geschwindigkeit an das augenscheinlich führerlose Boot heranfuhr. Tal hangelte sich an der Reling entlang nach vorne. Bettina zog es vor, im Heck zu bleiben. Sie war kreidebleich im Gesicht. Nicht seefest, dachte Tal und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Scheint niemand an Bord zu sein«, rief Grünberg über die Schulter. Der Kapitän manövrierte das Polizeiboot längsseits. »Vorsicht«, rief er aus dem Führerhaus, »Eigensicherung beachten.« Grünberg deutete nach links. »Warten wir lieber auf die Schweizer Kollegen. Die haben einen Notarzt an Bord genommen. Vielleicht brauchen wir den.« Tal tippte darauf, dass Matteo Giordano, der Tessiner im Thurgauer Polizeidienst, die Weitsicht hatte, mit dem Schlimmsten zu rechnen. »Wie lange brauchen die Kollegen?«, fragte Tal. Die Polizistin schätzte mit einem schnellen Blick die Entfernung. Eine halbe Minute, höchstens. Das ist zu lange. Waren es seine Beine oder lag es an den Bewegungen des Schiffes, dass er sich so unsicher fühlte? Vorsichtig tastete er sich zum Heck des Bootes und sprang so leise wie möglich ins Cockpit. Die Tür zur Kajüte war verschlossen. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Grünberg trat hinter ihn. »Gehen wir rein?« Tal schaute sich um. Bettina war ebenfalls auf das Kajütboot gesprungen. Sie stand mit gezogener Waffe neben einem Bullauge. Sie schien bereit, das Innere von dort unter Feuer zu nehmen. Sie nickte Tal zu. »Ja, wir gehen rein.« Polizeihauptmeisterin Grünberg trat einen Meter zurück. Mit einer Art Karate-Tritt öffnete sie die Tür der Kajüte. Tal hörte, wie das Holz zersplitterte. Es war keine Zeit, sich zu orientieren. »Hände hoch, Polizei«, brüllte er und sprang die drei Stufen in die Kajüte. Rechts, brüllte Grünberg und kam hinter ihm her. Tal drehte sich um und sah eine Frau an der Längswand. Sie wandte dem Polizisten den Rücken zu. Warum hielt sie den linken Ellbogen so seltsam abgewinkelt? »Sie hat ein Kind«, brüllte Grünberg. Tal spürte einen Widerstand im Rücken und taumelte nach vorne. Grünberg stürzte an ihm vorbei auf die Frau zu. Im gleichen Moment sprang Bettina in die Kajüte und folgte der Wasserschutzpolizistin, die ihre Waffe auf den Nacken der Frau niederkrachen ließ. Die Frau schrie auf und ging in die Knie. Tal sah das Kind. Es trug ein weißes Hemd. »Scheiße«, rief Bettina und entriss der Frau das Baby. »Die Flasche«, brüllte sie. Bettina hielt das Baby im Arm und sprang auf. Sie rannte aus der Kajüte, Tal folgte ihr. Grünberg hatte die Situation im Griff und hielt die Frau in Schach. Der Arzt hielt den Säugling fast zärtlich im Arm und stieg zurück auf das Polizeiboot. »Wir pumpen ihr den Magen aus«, rief er. Matteo Giordano trat neben Bettina, die am ganzen Leib zitterte. »Gute Arbeit, Kollegin.« Er deutete mit dem Kopf auf das Polizeiboot, in dessen Inneren der Arzt mit dem Baby verschwunden war. »Die haben eine halbe Intensivstation dabei, keine Sorge, die kriegen das hin.« Bettina nickte stumm. »Vorsicht«, rief Polizeihauptmeisterin Grünberg von hinten, »Gefangenentransport.« Sie hielt die Frau am Arm, die Hände waren gefesselt. »Frau Engels, nehme ich an.« Tal stellte sich vor die Verhaftete. »Rita Engels!« Die Frau zeigte keine Reaktion, sondern sah ihn aus toten Augen an. »Wir müssen miteinander reden«, sagte Tal, »und Sie sollten beten, dass die kleine Mia überlebt.« »Überlebt?«, fragte die Frau krächzend. »Sie verstehen gar nichts.« Sie drehte den Kopf nach oben. »Die Kleine hat keine Chance.«